Moment, muss ich Mikro auf drehen? Passt. Ich hoffe, ich gehe jetzt ohne Verzögerung weiter. Also, was wir eigentlich heute machen wollten, ist das Kapitol befreien. Wie wir sehen, wir haben die Mission gegen die Hyänen, glaube ich, abgeschlossen und die Mission gegen die Outcasts. Ja, und jetzt steht die letzte Mission gegen die True Sons, also gegen die wahren Söhne bevor. Passend dazu, Sonnenuntergang. Aber wir wollen noch kurz bei unserem Offizier hier Ressourcen abgeben, weil das ermöglicht uns besser Loot zu sehen hier. Habe ich schon mal erklärt. Wieso ist der... What the fuck war das jetzt? Das geht so schnell. Okay. Thanks to you. I think we're full up. Okay. Jetzt sollte Loot auf der Karte deutlich weiter sichtbar sein. Also nicht auf der Karte, sondern... Mein Gott. Sondern hauptsächlich... schau mal kurz mal in den Dings rein. Ja, ist viel besser. Nicht auf der Karte, sondern in der Umgebung sollte Loot quasi so gelb dargestellt werden. Da fliegen Granaten durch die Luft. Granaten werden deswegen mit diesem Zeichen markiert, damit man sie in der Luft abschießen kann. Das ist auch möglich im zweiten Teil jetzt. Taking the capital will deal a huge blow to the True Sons. But the priority is to get back the briefcase President Ellis was carrying aboard Air Force One. Kelso's waiting aboard a helicopter to extract it as soon as you secure it. If what Ellis told us is true, a lot depends on getting that case to him. You'll have civilian assistance to get you through the perimeter, but you'll be on your own once you're inside. Also müssen wir jetzt erstmal reinkommen, ne? Hätte ich gesagt. Ah, das ist ja eh hier. Ja, doch nicht. Ist toll, dass man da gar nicht sieht, wie es reingeht. Ich meine, es ist sehr realistisch, weil die natürlich den Zugang so gut wie möglich abgeriegelt haben. Was ist da los eigentlich? Hallo. Ruhe hier. Danke. Da komme ich auch nicht drauf. Da komme ich vielleicht drauf. Na. Friendly control point detected. Gute Frage, wie ich da jetzt reinkomme. We got two goals here. One is to kick the True Sons out of their castle, just as President Ellis put it. But more important than that, we need to get back his briefcase. Ah, ich muss hier. The case has an RFID tag. Isaac should be able to detect when you get close to it. Ellis says that briefcase is the key to retrieving samples of the medication. But move back. Secure viral infection. Cool. I'm seeing more of them. We got a lot of hostiles ahead. Oh oh. Whoa. The auto cannon seems to be firing blind. Action, action. Ich sehe natürlich gar nichts jetzt durch das Gegenlicht und den vielen Rauch. Super stimmig, aber ich sehe wirklich gar nichts. Da kann ich rauf zumindest. Da ist ein Gelber. Ups. Die Mörser sind schon etwas nervig.
Oh oh. Kommst du her? Ziemliche Kriegsstimmung hier. Hey, hab dich doch getroffen. Time to get in there and finish this. Na, hoffentlich kommt da noch etwas mehr als das. Ich warte mir da ein großes Finale im Plenarsaal. Ist das hier? Use Cannon. Gerne doch. Oh, die kann man um 180 Grad drehen. Das ist ja cool. Okay. Au. Sir, proximity charges just detonated in the rotunda. They're inside. Move to intercept. System malfunctioning. Loot, Loot. Hey, Waffe. Und ein Schildmod. Nochmal alles kontrollieren hier. Ja, alles okay. Electronic signature detected. This is the RFID code we're looking for. The briefcase must be close. Copy that, Kelso? Loud and clear. Standing by. Diese Wellen, die man hier sieht, das sind EMP-Wellen, die meine Skills außer Gefecht setzen. Zumindest tun sie das anderswo. Also in anderen Missionen funktioniert das so. Komm, schau raus. Ich weiß, du willst rausschauen. Once
Once you acquire the briefcase, head to the roof of the rotunda and wait for the helicopter. That mortar team is still up there. Understood. They'll need to be cleared before the helo can approach. Achso, geht ja nicht. Wollte mich schon heilen, aber es funktioniert hier nicht. Einmal hier oben, ja. Wird es mehr Übersicht. Ah, jetzt kann ich mich wieder heilen. Hätte ich gleich abschießen können. Treffe ihn nicht. Seh nix. Bei den Türmen, bei den Turrets ist es so, dass wenn man auf die Box, auf die rote Box schießt, da ist die Munition drinnen. Und dann kann man sich den Turm etwas, den Turret etwas zum Hals halten, weil er nicht mehr schießen kann. Er kann allerdings repariert werden, indem der Ingenieur oder der Mechaniker, den aufgestellt hat, hingeht und ihn repariert quasi. Oh. Na schön. Okay. Gar nicht so schwierig. Wenn es langsam angeht. Okay. Ich könnte mich noch. Könnte mir noch Munition holen. Hier war eine Munitionskiste nämlich. Wenn ich ganz genau weiß, wann ich das nächste Mal Munition bekomme. Sollte sich ja nicht rausgehen, aber man weiß ja nicht. Da wäre eine Munitionskiste gewesen. Ein Problem, was die M700 hat, ist, wenn man nachlädt und dann zoomt, dann dauert es relativ lang, bis man wieder schießen kann. Beziehungsweise, wenn man schießt und man glaubt, man hat schon fertig nachgeladen, dann dauert es trotzdem noch etwas und der Schuss löst sich dann etwas verzögert. Und das ist, sieht dann so aus, als hätte ich irgendwo hingeschossen, obwohl ich eigentlich schon viel früher drauf gedrückt habe. Aber dann muss man sich offenbar irgendwie einfach nur gewöhnen. Die Waffe ist stark genug, dass es keinen Unterschied macht eigentlich. So. Solange wir genug Munition für die M700 haben, ist alles okay.
Ja, das könnte etwas mühsam werden. Ja, okay. Sein LMG-Typ, den habe ich gleich. Der ist nicht so tragisch. Dem machen wir relativ viel Schaden, wenn wir auf den Kopf treffen. Und dadurch, dass er sich nicht bewegt, ist das Kopftreffer machen nicht wirklich schwierig. Sehe nicht so lauter Lichter. Dann muss man so. Sie wirklich vor lauter Lichter, sehe ich nichts. Jetzt weiß man, wie das mit dem Lampenfieber funktioniert. Hopp, weg hier. Sogar eine gelbe. Hopp. Mal etwas Zeit lassen hier. Sollten wir uns nicht zu viel Zeit lassen, weil der Typ versucht, die Leute wieder zu erwecken. Jetzt haben wir ihn aber. Das erste Mal, dass ich so healen muss. Da hinten ist wer. Ich sehe dich ganz genau. Das ist super, dass man nicht wirklich bei den Schatten nicht sieht, wo wer steht. Wahnsinnig cool. Komm. Komm raus. Drauf, da ist eine Leiter. Mal Granate, okay. Ich glaube, ich verwende auch zu wenig Granaten. Das sieht, meiner Meinung nach sieht das ein bisschen zu klein aus. Also ich habe das von den Fernsehbildern etwas größer in Erinnerung. Aber es kann auch sein, dass das ein anderer Saal ist und ich nicht wirklich genau die Größe einschätzen kann auf den Fernsehbildern. Schauen wir mal, da hinten ist nichts mehr. War die gelb oder war die... Die war gelb. Eine SOCOM Marksman Rifle, Headshot Damage 135. Wow, Moment mal, Moment. Die macht wie viel? Ah, die macht viel weniger. Achso, das ist... Wieso hat die so viel Schuss pro Minute? Ich dachte, Rifles haben so viel Schuss pro Minute. Egal. Nehmen wir uns, schauen wir mal, was für Traits sie hat. Sie hat Accurate, brauchen Rifles gar nicht. Weißgeleber, Holstered, you are able to resist 5. Das kann man verwenden, um es auf eine zweite Waffe drauf zu geben, um nicht eingefroren zu werden. Aber das braucht man im PvE meiner Meinung nach noch nicht so wirklich oft. Magazine Capacity, Mist Shots from Cover Have It, das ist okay. Handling, while hosted, reloading from empty gives you. Okay, das ist cool. Okay. Die Waffe ist eigentlich super toll, also die habe ich mir gecraftet und die kann eigentlich alles, was ich brauche. Das ist nichts. Das ist auch nichts, was ich brauchen kann. Shotgun ist viel besser.
Okay, also los geht's zum letzten Teil der Mission. Auch aufs Dach. Sollte nicht zu oft daneben schießen, das wäre auch gut. Au! Wo war das jetzt? Jetzt wirklich kein Sinn. Lässt sich da nicht beeindrucken. Ha! Headshot! Copy. Awaiting confirmation. Alright. When you're ready, set up a flare so we can get that briefcase somewhere safe. Das ist eine exotische Waffe hier. Schauen wir uns gleich mal an. Nein, kein. Was war das denn? Ein exotischer Mod? Wirklich? Was habe ich da aufgesammelt jetzt? Pistol Trigger and Mechanism. Was war das? Wirklich? Oder war es ein Blueprint? Weil die Mods sind nicht alle. Den kennen wir schon. Keine Ahnung, was ich da jetzt aufgesammelt habe. Gut. Wenn wir hier mal die Flare losschicken. Da ist etwas Platz. Da kommen sicher noch Gegner jetzt. Anti-air defenses have to go. The missile came from the east side of the building. I'm seeing two radar trailers on the east front. Must be guidance for the SAMs. Take them out by any means necessary so the helo can approach. Ah, ich weiß, wie das geht. Ich muss irgendwie hier rauf oder so. Ah, da vorne muss ich rauf, okay. Okay, also wieder zurück das Ganze. Doch noch nicht vorbei. Okay, I have eyes on you. You're coming up on those radar trailers. Knock them the fuck out and let's get this shit done. So, wie komme ich da jetzt rüber?
Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht irgendwo gelandet, wo ich nicht mehr rauskomme. Ah. Im Schalter übersehen bin ich Meister. Wow, den habe ich getroffen. Uah. Das war jetzt so eine Szene, wo ich nachgeladen habe und zu früh abgedrückt. Nein. Musst du nicht. Wow. Ich sehe nichts, lauter Scham. So ist das gleich, oder wie? Oh, das ist eine... Willkommen da. Oder kommen die ewig? Ich glaube, wir müssen da eigentlich das hin. Komm ich da rauf? Hier offenbar nicht.
Oh. Ich bin da falsch irgendwie. Ich muss irgendwie hier stehen bleiben, oder wie? Ah, okay. Ah, ich muss hier. Ah, ich muss hier bleiben. Na dann. So, ist schon alle Gegner erledigt, oder wie? Ist ja langweilig. Man sollte halt immer auch das machen, was die Mission einem vorschreibt. Können wir mal den Cache aufmachen, während wir warten. Das war jetzt die falsche Richtung, das zu spielen, aber ist okay. Oh, eine M44. Als erstes schauen wir mal die Handschuhe an. Die sind nicht viel besser, oder? Marksman Rifle Damage, Pistol Damage, Critical Hit, Assault Rifle Damage, Health. Badger Tough Damage to Elites ist okay. Armor on Kill, Camera Skill. Ist mir das best lieber. Wo sind sie? Wow. Dann haben wir noch hier eine. Die ist sogar schlechter als unsere. Hier wirklich so viel Schaden. Das zahlt sich nicht aus, dass ich die ausbesser. Zumindest nicht in World Tier 1. Okay, knock out the other one. Zuerst Loot. Alles okay, wir machen das gleich. So, da ist gleich kaputt. Nur kein Stress. Hier kommen wir die ersten Gegner. Hätte ich wohl nicht so rumspielen sollen. Ich das Ganze nochmal machen. Aber jetzt wissen wir zumindest wieder erst, wie die erste Phase funktioniert.
launch. Confirming one trailer out of action. Okay, knock out the other one. Another launch. Okay, und jetzt das Ganze nochmal. Treff halt nichts, ne? Das wäre das Ganze wohl viel einfacher. Target the object! Got the barrier! Shoot! Down! Help get some! Down! Don't feel up!
Puh, das ist ganz schön stressig hier. Wow. Copy that. Coming to you. Cool. Okay. Jetzt haben wir es bald. Hat ja nur fast 2 Ingame-Tage gedauert. Wie komme ich darauf eigentlich? Kann man später anschauen. Wieder. Wow. Er hält so viel aus. Das ist unfair. Ah, hier, weg ist er. Wo ist er jetzt? War doch einer. Stronghold. General Ridgeway has been neutralized. Of all the toys on my map I've been waiting to knock over, that fucker was the one. A lot of good people from my old unit are dead because of him. Some even went over to his side. Set up a flare from the front steps to signal the all clear. Then come on home. Let's celebrate. Ich will zuerst hier rauf irgendwie. Mein Loot holen. Was soll denn das? Ich muss irgendwie raufkommen da. Aber es scheint wahrscheinlich nur von der anderen Seite zu gehen. Das ist zu hoch, das ist auch zu hoch. Ja, es geht sicher nur von der anderen Seite. Hoppala. Wieso falle ich jetzt hin, wenn ich diese Stufen runterlaufe? Ist das immer so? Okay. Das erste Mal, dass mir das auffällt. Wo schickt mich der jetzt hin? Ah, okay. Das war irgendwie der Wegmarker, war sich selbst nicht sicher, wo ich hin soll. Ist da noch irgendein Loot, den ich verpasst habe? Nein. Wir müssen wieder auf die Seite, wo wir hergekommen sind. Ja.
Okay, wir sind jetzt offiziell in World Tier 1. Das heißt, dass wir auf der ersten Schwierigkeitsstufe der Weltaktivitäten sind. Und also wir kommen in 8 Sekunden jetzt rein. Schauen wir uns das gleich mal an. Ich muss nur kurz das Licht aufdrehen, weil es wird dunkel. Es ist noch nicht wirklich Sommer. Das heißt, es ist noch nicht wirklich lange genug. Hell genug. Offenbar hält dieser Frieden nicht allzu lange. Ja, ist gut, Medi. Ist gut, Katze. Ja, ist gut, Katze. Agent, I got specializations available if you want to check them out. Who the hell is attacking us? Their markings match a government security contractor called Black Tusk. That's fucking ominous. Where's Ellis? Missing. No sign of his struggle. We need to get to the cure. I'll mark the location. Don't be reckless. Agent, get there when you can. I'll be standing by at the site. Entering safe area. Okay, also müssen wir die ganzen Strongholds nochmal einnehmen, nämlich die wurden eingenommen von Black Tusk. Oh Gott. Oh, no. Okay. Und wir müssen für einen Stronghold müssen wir 2 verschiedene Nebenmissionen erfüllen oder Hauptmissionen erfüllen. Dann können wir einen Stronghold attackieren. Allerdings geht das erst mit Gearscore 275. Da müssen wir unser Gear erst aufwerten. Defeat Invaded Missions to unlock the Strongholds. Jupp. Sollte nicht so schwierig sein. Ja, Defeat Strongholds to unlock even higher World Tiers. Und wir können unsere Spezialisierung aussuchen. I've got something special for you here. Ja, ist die Frage. Was nehmen wir jetzt? Wir bekommen bei der Spezialisierung eine eigene Waffe dazu und aber wir können uns alle aussuchen, allerdings müssen wir in alle quasi unsere Spezialisierungspunkte reinstecken und das ist besser wahrscheinlich, wenn man mit einem anfängt. Some upgrades have unlock requirements before they're available. Ja, das ist ein ganz normaler Skillbaum ist das halt. Ich werde wahrscheinlich Survivalist gehen. Am Anfang mal. Gibt es eine Armbrust? Und die hat gute Verteidigungsmöglichkeiten. Habe ich noch nichts zu modden hier. Oh, haben wir ein neues Gearteil hier. Damage to Elites. Aber der hat 20% Damage to Elites, das sollte ich nicht austauschen. Der ist wahnsinnig gut. 20 Damage to Elites und Explosive Damage. Das ist viel zu gut, als dass ich das ignorieren könnte. Der hat Explosive Damage, Marksman Rifle Damage. Das sind alles ziemlich gute Sachen hier.
Aber das ist auch, also Araldi Holdings, Araldi Holdings, das ist ein Gearset, das hauptsächlich für Sniper ausgelegt ist. Das heißt, das werden wir uns. Den hebe ich mir auf jeden Fall auf, den Rucksack. Und die Frage, ob ich nicht auch gleich verwende. Critical Hit Damage, Weapon Damage, Cooldown Reduction, Protection from Elites, Extra Incoming Healing. Der hat halt. Ah, der hat den Mod drin und deswegen hat er so viel Bonus da. Kann ich den da auch reinstecken? Ja. Das heißt, ich werde den. Natürlich den anziehen jetzt. Das ist viel besser. Da gibt's nichts Neues. Badger Tough ist nicht so toll. Sind auch nicht so toll, alle. Moment mal, der hat ein Waskali. Na, das ist nicht so toll. Stop, Drop and Roll. Island Steel 20 Damage. Das sind alles keine guten Trades momentan. Das heißt, das und das kann ich eigentlich generieren hier. Damage to Elites. Ist besser. Weil der hat nur plus 20 Explosive Damage, das ist nicht so gut. Der Rest ist eigentlich auch nicht so gut gewesen hier. Da gibt's 25 Max Armor is prepared when your armor is depleted. Armor kits you used to find are not consumed. Das ist nicht so gut für das, so wie ich spiele momentan. Health Increase 20 ist nicht so toll, aber Protection from Elites ist okay. Kann ich dann einen zweiten Mod anstecken? Ja, oh, gar nicht gesehen. Ich habe leider noch keine guten Mods, deswegen ist es nicht egal. Oh, Moment. Ah, da kann ich. Oh, Offensive. Ah, der hat Defensive und Offensive Slots. Okay. Aber ich habe nur einen guten Offensive Mod und den habe ich schon eingesetzt. Total Armor, Critical Chance Resistance, SMG Damage. Nehmen wir das mal. Ist nicht optimal, aber ist auch okay. Ich brauche wirklich tolle Mods jetzt, weil jetzt kann ich sie endlich verwenden. So, machen wir mal auf hier. Oh wow, what the fuck. Waren das jetzt nur Waffen, ne? Ja, oder? Knieschützer auch? Ja, Knieschützer auch. Damage to Elites, Rifle Damage, Total Armor, das ist auch okay. Zahlt sich nicht aus, dass ich das jetzt auswechsel hier. Skill Haste, nicht toll, ist alles nicht so wichtig. Schauen wir uns mal die Waffen an, die wir bekommen haben. Rifle brauchen wir nicht. Marksman Rifle, 13k, das ist aber auch nicht so gut. Weil unser 43.000 Schaden Rifle ist schon super toll. Vor allem mit dem erweiterten Magazin und so. Es ist einfach. Oh, Moment, kommt immer nach Hause. Ich bin wieder da.
So. Schauen wir mal, wie es da jetzt weitergeht. Agent, I got specializations available if you want to check them out. Okay. Gibt es noch einige Side-Missions, die wir nicht gemacht haben? Und den ganzen, wir müssen die ganzen Kontrollpunkte nochmal neu einnehmen. Okay. Und die ganzen Story-Missions sind jetzt quasi Invaded-Missions. Das ist ja cool. Und ich habe gehört, diese Control-Points haben später dann, jetzt offenbar noch nicht, aber später auf den höheren World-Tiers, haben sie dann solche Side-Missions, wo man sie aufwerten kann, die Control-Punkte. Das heißt, man muss die Side-Missions machen, um den Bewachungszustand von dem jeweiligen Kontrollpunkt zu erhöhen. Und dann gibt es mehr Zeug, dass man sich dort erspielen kann. Wir haben neue Sachen bekommen. Okay, ich wollte mein Zeug noch irgendwie loswerden hier. So, das haben wir angelegt. Rifle, ich brauche eigentlich nur Marksman Rifle. Das hat keine guten Trades, das kann ich weghauen. SMG mit Increased Weapon Damage Fire. Das ist ganz gut, das kann man so aufheben. Chess Hands Reload Speed, in War Equipped Enemy Kills. Das ist auch okay, das heißt, die Uzi werden wir wahrscheinlich in unsere Kiste hauen. Stability, Armor, wenn die Deploying ist, das ist Blödsinn. Killing and Repairs, Armor, over 3 seconds. Ist auch nicht so toll irgendwie. Also die werden wir alle dekonstruieren. Die zwei werden auch dekonstrukten. Skill Duration. Die sind auch alle nicht so toll. Was hat der? Mark Summons Repaired. Das ist nicht gut. Der hat eh nichts. Der hat nur bessere Stats, aber weniger Armor. In dem Fall ist wahrscheinlich der Armor wichtiger. Schauen wir nochmal rein kurz. Der hat Health und Kill und Health. Der hat Swapping Weapons within 3 seconds or kill grants Weapon Damage. Das ist wahrscheinlich besser. Und Skill Power. Skill Power ist besser. Brauchen wir nämlich, damit wir bessere Fähigkeiten freischalten können. Das kommt weg. Skill Heist. Der hat einen Mod Slot, aber der hat weniger Armor. Die müssen wir aufheben. After being in cover for 3 seconds, armor repairs by 5% every 1 second. Das ist super toll. Da müssen wir unser Gear umstellen, damit wir mehr blaue zu diesen Skills haben, weil wir brauchen 7 oder mehr. Das heißt, wir müssen weniger Damage machen und mehr auf blau. Und das können wir noch nicht, weil wir die Mods dafür noch nicht haben. Aber wenn wir das haben, dann ist es super, weil wir quasi unverwundbar sind. Nicht quasi unverwundbar, das heißt, den gebe ich mir mal in meine Kiste. Den brauchen wir nicht. Hier, die brauchen wir beide, glaube ich, nicht. Das ist auch ein schlechtes Set. Der hat einen Mod-Slot, aber ist viel weniger Armor, das ist nicht so wichtig. Und der hat Explosive Damage, das ist nicht so wichtig. Die werden wir auch. Ich nehme lieber die Shotgun, weil wenn ich mehr auf meine dritte Waffe wechsle, dann nur deswegen, weil jemand quasi direkt neben mir steht und ich nichts mehr in den anderen Magazinen habe. Dann werden wir mal alles dekonstruieren hier. Da wird dann stehen, dass ich nicht alle Materialien annehmen kann. Das ist mir egal in dem Fall. Ich bekomme genug anderes Zeug. Das ist hauptsächlich von den
Wie ist es von den Ausrüstungsgegenständen, die Stoffe, die man bekommt, die normalen, habe ich schon genug von denen und ich habe noch keine, nicht genug Ausrüstungsgegenstände gecraftet, dass ich da schon genug verbraucht hätte. Wo ist das? Die wollte ich weglegen. So, jetzt ist das so reingesummt, okay. Und dann wollten wir die reinlegen. Und das war's auch schon. Schauen wir mal in den Stash rein. Gibt einige Waffen drinnen. So, der hat Perpetuation, Hatchet Kills Grant, plus 5 Skills Duration, Ammo and Charges to the next skill used, Max. Ist nicht so toll, Stop Double No. Das heißt, die können wir wieder mitnehmen und dekonstruieren. Was hat er? Premeditated. Das ist ein Weapon is increased fiber shell loaded to a max of. Dann ich weiß nicht, ob das. Das ist auch nichts. Die Stats, also die Skills sind zu situational, das heißt, muss man zu künstlich herbeiführen, dass das funktioniert. So, er hat every 5 meter. Das ist gut, Ranger. Every 5 meter you are from a target. Grants plus 2 Weapon Damage und das können wir auch schon auslösen. Das heißt, dass ich überlege gerade, ob ich das nicht gleich auf meine Hauptwaffe drauf gebe, weil das ist ein Rifle und kein Marksman Rifle. Ich schaue, ob ich vielleicht ein besseres Rifle finde und mit dem vielleicht ein bisschen übe und den Ranger Trade vielleicht dort verwende, weil das macht schon relativ viel Schaden. Ne? Wenn wir 50 Meter weg sind, was eigentlich durchschnittlich ist, sind das alleine schon 20% mehr Schaden, was unglaublich viel ist eigentlich. So, Submachine Gun Measured ist nicht so gut. Allegro ist gut. Ist quasi Pflicht bei Submachine Guns. Stop, Drop and Roll ist nicht so gut. Das heißt, das heben wir uns deswegen auf, weil wir vielleicht Allegro hier runterkletzeln wollen. Submachine Gun. And we're swapping these weapon grants. Weapon Handling Kills, Refreshes above. Allegro. Die ist vielleicht sogar besser. Ich habe beide auf. Das und Allegro ist beides relativ gut. Sind schon beide gute Trades. Protected Deploy ist irrelevant. Rifle, Rate of Fire für Allegro, das ist, heben wir uns auch auf vielleicht. Das Vindictive ist total unnötig. Aber wir heben uns für Allegro. Moment, der hat auch Allegro, ne? Er hat Ranger auch. Ich kann nämlich immer nur einen Trade von einer Waffe quasi herausnehmen, die Waffe zerstören und den Trade in eine andere Waffe reingeben. Das heißt, ich nehme mir von hier vielleicht Allegro und von hier Ranger, wenn ich eine Waffe finde, die noch ein gutes drittes Trade hat. So, Jazz Hands, Close and Personal Killing Target, wir sind. Das ist für ein Sniper-Gewehr total unnötig. Wir werden mit einem Sniper-Gewehr nie jemanden töten, der weniger als 7 Meter entfernt ist. Total unnötig. Weg damit. Shotgun, Fast Hands, das ist nicht gut. Stable, Protected Reload, das ist auch egal. Das kommt auch weg. Die Lullaby, das ist eine Shotgun, die bekommt man, glaube ich, durch den Pre-Order. Die hebe ich mir auf, aber ich werde sie wahrscheinlich nie verwenden. Man kann sie upgraden auch, aber wird wahrscheinlich nicht notwendig sein. Salt Rifle, 20% Magazine Capacity. Oh, Moment, das sehen wir uns auf, das ist gut. Da können wir quasi endlos feuern dann. Damage Bleeding, der Rest ist nicht so gut. Da haben wir wieder ein Distance, ist egal. Standard Landing Shot adds Stacking Bonus of 2 Weapon Handling, Max Stack ist 15. Und das ist aber auch ganz gut. Das ist speziell bei. Hier bei SMGs ist es nicht so toll, weil SMGs haben nicht so große Magazine. Aber bei einem LMG, einem Maschinengewehr, ist Steady Handed super toll. Weil das hat von Haus aus relativ viel Schüsse im Magazin, man kann feuern und man trifft gut. Wenn man 8-mal getroffen hat, erstens einmal ist die Waffe stabiler, sie ist genauer, sie macht mehr Schaden. Und dann, wenn man trifft mit dem 9. Schuss, hat man ab dem 9. Schuss eine 5% Chance, dass der Buff quasi, den man hat, sich auflöst. Allerdings dafür, dass das Magazin komplett wieder aufgefüllt wird. Und ich habe mir das ausgerechnet, das tritt nach zu 90%. Moment. Ja, zu 90% nach 40 Schuss insgesamt auf. Also eigentlich nach 38 Schuss.
und zu 95% nach 48 Schuss. Das heißt, wenn das Magazin 60 Schuss hat, was normal ist bei LMGs, dann hat man zu 95% die Chance, dass sich das Magazin befüllt, bevor das Magazin aus ist. Und man kann aber noch erweitertes Magazin machen auf 100 Schuss oder auf 120 Schuss. Das heißt, da ist es dann quasi, da muss man nie mehr reloaden. Das ist Wahnsinn. Allerdings, das Problem ist, man kann die Traits nur in den gleichen Waffenkategorien verschieben. Das heißt, ich kann nur dieses Steady-Handed von einer SMG auf eine andere SMG draufklatschen. In dem Fall macht das dann diese Waffe jetzt nicht so optimal gut. So, Marksman Rifle, 20% Magazine Capacity ist gut. Kann ich vielleicht brauchen auf meiner Marksman Rifle. Hebe ich mir auf. Rifle, Stability, Landing Body Shots, Add, Stacking. Das ist gut. Das ist speziell auch für Rifles gut. Weil man dann speziell auf Elite-Gegner relativ viel Schaden macht, wenn man ganz gut zielen kann und immer am Körper trifft und dann irgendwann mal am Kopf trifft. Das heißt, das macht schon relativ viel Sinn. Das heißt, die habe ich mir auf jeden Fall auf, weil das bringt auf Rifles ganz gut aus. Es ist auch speziell auf Assault Rifles, ist der Trade hier super toll. Wenn ich den auf einen Assault Rifle hätte, würde ich sofort gehen und mir den auf meine M4 draufgeben. Dann haben wir noch eine Rifle Optimal Range, Deal, das ist nicht so toll. Rifle, Magazine Capacity, Gained, das ist auch nicht gut. LMG, Handling, das ist auch nicht gut. Und die werden wir jetzt einfach dekonstruieren, also zerlegen. So. Deconstructing Chunk. Da werden wir zuerst. Haben wir so viel Zeug schon einstecken? Weil wir kommen von dem nämlich Receiver Components. Wir haben 392 von 400. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich zuerst mal anfangen zu craften und schauen, was wir craften können. Irgendwas Interessantes. Wo habe ich noch keine gute Ausrüstung? Handschuhe und Kneepads. Wobei wir da nichts von den Fabrics brauchen. Okay. Was machen wir dann? Wir werden uns eine LMG mal basteln. Wir machen uns eine LMG, weil die braucht nämlich die Receiver Components und Steel. Das ist beides, was wir bekommen, wenn wir die Waffen wieder zerlegen. Increase Skill Repair. Das ist natürlich ein total Shit. Das sind wirklich Shit-Trades. Ein schlechter Roller, aber es macht nichts. Jetzt können wir zumindest unsere Waffen zerlegen, ohne dass wir was verlieren, glaube ich. Etwas haben wir verloren, aber vielleicht irgendwie nur Receiver Components oder so, ein oder zwei. Die werden wir gleich wieder zerlegen. Wir werden uns noch eine Waffe bauen und was bauen wir da noch? Haben wir noch eine LMG? Shotguns wollen wir nicht. Rifle. Wir könnten einen Rifle bauen und schauen, ob wir die Trades dann so machen, dass wir ums Rifle umswitchen, aber das zahlt sich ja nicht an. Wir machen noch eine LMG. Und schauen, was rauskommt. Das ist eh egal. Vielleicht ist die besser als die vorige. Im Megasinn. Edge Skill Grant, Skill Duration. Das ist gut. Oder halbwegs gut. Allego ist super. Wenn Holz und den Cover. Das ist auch relativ gut. Gut. Wobei 2 Ammo every 5 seconds. Das ist nicht schlecht, aber sie ist auf jeden Fall besser als die vorige. Aber ich hätte mir mehr erwartet eigentlich. Ich heb sie mir mal auf. Da werden wir noch die zerlegen. Receiver Components 11. Die hebe ich mir auf und lege sie in meine Kiste. Also die LMG. Vielleicht für später mal. Here you go. Best gear in the city. Come take a look. So, was wir auch machen wollen, ist, wir kaufen uns Blueprints. Der Typ hat immer Blueprints zur Auswahl. Also jeder Händler in den Settlements hat Blueprints zur Auswahl. Und die kann man so über die Zeit dann kaufen. So, hier haben wir bekommen ein Assault Rifle. Und zwar ein Tactical MK16 Replica.
Die ist ganz gut eigentlich. Ich würde sagen, die ist nicht so genau, aber die ist ganz gut. Wenn wir ins nächste World Tree aufsteigen und höheres Item Level haben, oder höheren Gearscore haben, dann werden wir uns wahrscheinlich die bauen statt unsere M4. So, was steht da unten? Wir haben New Projects Available. Schauen wir uns die mal gleich mal an. Projects. Southwest Sweep. Complete Activities. Neutral Elite Enemies. Und Resupply Control Points. Clear Invaded Stronghold of Breakfast. Das ist okay. Ja. 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 Mal zu machen. Ja, die werden wir alle irgendwann abschließen, aber ich werde jetzt nichts hardcore drauf schauen, dass ich die mache, sondern eher etwas anderes. Und zwar, wie fangen wir da jetzt am blödesten an? Ich sollte eigentlich die ganzen Side-Missions fertig machen. Aber, um da schnell hinzukommen, ist es wahrscheinlich besser, wenn ich die Strongholds auch freischalte. Was ist denn, Pup? Schon, oh, es ist bald Fütterzeit. Ich mach kurz, wer da auf Discord schreibt. Okay. Der Puffy ist das! Okay. Hier haben wir ein Safe House, da können wir Missions machen. Versuchen wir mal Side-Missions zu machen. Ich finde es interessant, dass die Parks hier gerade die Zonen sind, die nicht von Bragg-Task eingenommen wurden. Ich mache jetzt noch eine Side-Mission und fütter euch mal in den Kater, weil sonst frisst er mich wahrscheinlich auf. Schauen wir uns die mal kurz an. Nicht gut. Also kann ich eigentlich gleich als Müll markieren. Ah ja, und wir haben natürlich unsere vierte Waffe. Wir müssen allerdings erst Munition sammeln. Und Munition sammeln wir normalerweise als Survivalist, indem wir Gegner irgendwie Statusveränderungen zufügen. Also entweder brennen, Feuer oder eben mit dem Schaum. Mit dem Cam Launcher, dass man. Wie heißt das? Dass man sie quasi entsnärt oder einfriert. Nicht einfriert, aber bewegungsunfähig macht. Und wenn wir sie dann erwischen. Wer ist das hier eigentlich? Fragezeichen. Dann. Bekommen wir Munition. Ah, okay. Ja. Den holen wir uns nachher, der gibt mir nämlich einen Auftrag, um jemanden zu suchen und zu erledigen. Allerdings, wie gesagt, machen wir das nachher. Hopp, da hinten sind schon Gegner. Das sind gar keine Black Tusk. Der hat den Headshot überlebt? Wahrscheinlich nicht. Wir haben ihn einfach nur nicht getroffen.
We still need to get you through that gate. See if Isaac has any ideas. Explosives detected. Okay. Also ich muss mehr Gearsco haben, damit ich den nächsten Stronghold angreifen kann. Missions, Exploration, Encounters, okay. Can also increase the gear for crafting, recuperation, vendors, okay. Weiß nicht genau, warum der Hinweis jetzt genau jetzt kommt. Oh, Loot. Eine Waffe, die ich wahrscheinlich nicht brauchen kann. Gear score. Gear score is an average value of all of your endgame gear. Eh klar, you can obtain items with higher gear score by playing at higher difficulties. Eh klar, each world tier has a maximum gear score that you can obtain. To acquire items with higher gear score, you must advance to the next world tier. Das heißt, die Gegner werden dann graduell immer stärker, je stärker meine eigene Ausrüstung wird. Das gab es in Division 1 auch schon. Es funktioniert im Prinzip genauso wie in Diablo. Wo man ja auch Ausrüstung, also je stärker man der eigene Charakter wird, desto stärker kann man die Gegner machen. So, wie komme ich jetzt rein? Muss irgendwo hier was versteckt sein? Oh, ich muss Explosives finden. Ja, wo würden da Explosives sein? Hier? Ich glaube, da müssen wir jetzt weg. Damn, what is it with you division agents and your love for blowing shit up? Catharsis. Clear those assholes out. I stopped you here today. Weiß wirklich, Headshot kills nicht mehr auf einmal mit einem Mal. Schade. Muss ich mir wohl eine andere Waffe zulegen? Wahrscheinlich ein Rifle. Gar nicht getroffen hier. Super. Reboot the radio transmitter. That should cut off the connection. Da ist übrigens die erste Munition für mein Crossbow. Da gab es schon einige Threads auf Reddit darüber, dass diese Animation hier total störend ist. Ich finde sie auch nicht wirklich super toll. Now see if you can tune into something more radio friendly. Just the frequency? Mach ich das? Ah, da hinten. Machen wir etwas Radio hier. Die Musik gefällt mir, ja? Ich finde super, dass der vordere Ende vom Lauf vom Snipergewehr gleich mal zu rauchen beginnt. Reading the signal from here. Check the power supply.
still nothing. Maybe they're running a frequency jammer. Schnitzeljagd. Yeah, we are live. Reading that station loud and clear. Sorry, Agent, but it's not over yet. You have hostiles inbound on your position. Just hold out a little longer, Agent. The campus has sent reinforcements. Das war easy. Aber ich nehme mal an mit einer Minigun. Servus Martin. Ich nehme mal an mit einer Minigun ist alles easy. Ja, einsammeln. Loot, loot, loot. MG5. So. Was machen wir jetzt? Check in with the civilians. Da. Take it from here. All right, guys, secure the radio mast and take anything else we can salvage back to the campus. Okay. You're here than we initially thought. Should be enough to set up a workshop. Sounds like they got it covered, Agent. Sehr gut. Erste Side-Mission fertig. Jetzt muss ich mal Katzen füttern gehen. 1822. Wir werden wahrscheinlich weitermachen mit den Side-Missions hier. Wow, das ist alles rot wieder. Oh mein Gott. Können wir da jetzt nicht mehr her? Die haben das wieder eingenommen, oder wie? Das ist ja gemein. Muss ich wieder befreien. Was ist eigentlich mit dem hier? Das war ein... die Siedlung, die bombardiert wurde mit Mörsern. Okay. Wir sind 236, das ist nicht so wirklich viel. Okay. Schnellsten hin. Wir werden wahrscheinlich dorthin laufen. Und das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Die Katze füttern. Und bis gleich.
So. Da sind wir wieder. Martin, bist du noch da, oder? Bist du noch in der Arbeit, oder bist du zu Hause? Safe area detected. When Constitution Camp was overrun by outcasts, a group of doctors fled to the sewers. Find them. Sounds like they need help. Hostile control point nearby. Ich könnte ihn gar nicht einnehmen. Oh, verliere ich da beim Auslangen meine ganze Spezial-Ammo? Das ist ja total... Ist ja nicht zu leibend, oder? Soll ich den einnehmen? Könnte ich einnehmen. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Nein. Übrigens, wer sich fragt, wofür man Raytracing braucht in Spielen, wenn man sich die Spiegelungen hier am See ansieht, sieht man, dass die nicht wirklich gut gemacht sind. Das hat damit zu tun, dass das Dach von dieser Hütte den Wald verdeckt. Und die Spiegelungen, die man hier auf der Oberfläche sieht, kann man nur deswegen sehen, weil die Objekte, die gespiegelt wurden, auch direkt im Blickfeld sind. Sobald sie nicht mehr im Blickfeld sind, wie man hier sieht, verschwinden sie und es werden solche groben Spiegelungen angezeigt. Und mit Raytracing wird das Ganze richtig aussehen. Also mit diesem, auch mit diesem Nvidia Raytracing mit dem neuen. Ah, Chintrex. Super, du hast wieder Internet. Wie lange hackelst du noch, Martin? Weil schauen wir, ob der Marco online ist und dann können wir wieder ein bisschen Coop machen. Habt ihr die Mission gestern fertig gespielt? Die mit dem, wo alles schwarz wird? Oh shit, von beiden Seiten jetzt. Wo sind die hingelaufen? Soll ich mich mit denen da vorne auch noch rumschlagen? Nicht vergessen, immer auf die Schwachstellen zielen. Oh, das ist Black Tusk. Uiuiuiui. Die kommen gleich mit dem Roboter-Gedöns hier. Okay. Das ist ja alles gut hier. Da sind auch noch irgendwo Gegner gewesen jetzt. Ja, das ist natürlich nicht so gut jetzt. Tun wir uns mal Armbrust. Oh.
stop them getting to it. Autsch. Der schon wieder. Hast du nichts fallen? Langweilig. Ja, Marco. Ah, Marco. Martin, melde dich halt, wenn du fertig bist, ne? Oh, das war die falsche Waffe. Na dann. Gut getroffen. Wirklich. Ist aber gut zum Initiaten. So, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Side Mission hier? Ja, 100k Leitung ist schon leiwand, ja. Willkommen im Breitbandzeitalter, Chintrix. Ich glaube, ich würde mit einer 16k Leitung würde ich nicht mehr weit kommen. Da. Ich glaube, da würde ich verzweifeln. Komm hier auf. Yes. Und das jetzt. Ja, ich habe seit einigen Wochen auch leichte Probleme mit unserem Modem von unserem Internetanbieter. Es spackt manchmal so rum, dass es einmal pro Tag kurze Aussetzer hat. Ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber ich werde das mal umtauschen müssen irgendwann jetzt dann. Stop the gas. Okay. Muss ich das zweite auch noch? Braucht es wahrscheinlich noch ein zweites Ventil, oder? Ja, dachte ich mir schon. Was ist das für ein Grafikfehler hier? Oh. Das sind Feindliche. It's okay. They're division. We are the survivors from Constitution Camp. The outcasts have been chasing us pretty relentlessly, and we were about to make a last stand. We could really use your help. Honestly. Most of these folks are doctors, not fighters. Also, wir haben einen Modem,
direkt vom Internetanbieter, also von in dem Fall vom UPC. Wobei UPC gibt es in Österreich nicht mehr, das wurde von der Telekom in Deutschland gekauft. Und es ist irgendwie so ein Standard-Kabelnetz-Modem. Mit WLAN-Router integriert und so. Also es ist eh okay. Also auch die Admin-Oberfläche, da kann man auch quasi alles einstellen über DDNS und alles andere, was man brauchen könnte, Port Forwarding, alles was man will. Kann ich da rein? Ja. Helfen euch nichts. Aber es hat wie gesagt so komische Aussetzer. Komm. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich unzufrieden mit dem Gerät, es hat nur wie gesagt Fehler gerade. Wow, okay. Das Geräusch, da werde ich mich nicht dran gewöhnen können, glaube ich. Oh oh, was ist das für einer? Au. Auf jeden Fall sehr ungünstig gerade. Kann ich mal aufwecken, danke. Ja komm, ihr könnt mich aufwecken und dann können wir den killen, weil das ist eh nicht so schwierig. Na gut, müssen wir wohl aufgeben. Wir das nochmal machen hier. Fritzbox, mit einer Fritzbox habe ich mich heute auch gerade herumgeärgert. Die neuen Fritzboxen sind okay, aber die alten sind katastrophal. Leider. So, schnell aufmachen hier. Treff nichts. We're not your enemies.
Komme ich nicht mehr rauf? Das wäre sehr ungünstig. So komme ich wieder rauf. Okay. Alles okay. Nein! Hey, was macht der da? Zweites Mal funktioniert wirklich alles einfacher. Kann ich mit dir reden auch? Weil ich glaube, ich muss mit dir reden. Hallo. Campus are making space for Maddie and the survivors. They'll get put to work at the clinic once they've been fed and rested. So, jetzt sollten wir anfangen, die Kontrollpunkte wieder einzunehmen. Am besten sollten wir mit dem anfangen. Moment, ich komme gleich wieder. Muss man die Tür aufmachen für den Kater. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir mit dem anfangen hier. Wobei, schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Okay, also da geht's nicht raus. Danke. Ah, da ist ein Seil zum rauf. Klettern. Klettern, klettern, klettern. Ich gehe davon aus, dass wir da in der Nähe von diesem Stronghold sind. Ja, das ist wieder das Ding im Weg. Ist wahrscheinlich besser, wenn wir den annehmen. Müssen wir das auch machen? Machen wir das zuerst. Das geht sich schon aus irgendwie. Detected.
Irgendwo sind noch Gegner. Irgendwo sind da noch Gegner. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das hat nicht funktioniert. Ist wohl nicht dafür gedacht, dass man das auf lange Reichweiten verwendet. Irgendwie glaube ich, dass da Gegner sind. Ja. Nämlich ein großer. Moment. What the hell? Die Drohnen mit. Was soll das? Können Sie aufhören? Danke. Hört auf zu nerven. Okay. Verstehe nicht ganz genau, was das ist, was ich nicht aufnehmen kann. Oh, das war ein. Das war einer von den Elite-Gegnern, die man sammeln kann. Die alle in so einem. Da gibt es 52 Elite-Gegner. Und die kann man, indem man sie tötet, sammeln. Und sie sind in vier Kartendecks, oder in einem Kartendeck geordnet mit vier Farben. Und wenn man eine Farbe fertig hat, kann man die eintauschen gegen irgendwas. Was genau, weiß ich nicht. Okay. Hoppala. Falsche Waffe. Nope. Was ist denn das für einer? Okay. Ich treffe ihn nicht. Schauen wir mal, ob wir die Handschuhe brauchen können. Starter Blödsinn. Das ist ganz gut, aber die haben auch 6% Marksman Rifle Damage. Das zahlt sich eigentlich nicht aus. Die sind besser. Ich mache einfach mehr Schaden mit dem. Also. Und ich brauche den Schaden jetzt momentan schon. So. Okay.
Reinforcements incoming. Unmöglich, den zu treffen. Zumindest nichts beim ersten Mal. Oh, der will sie aufwecken. Das darf er natürlich nicht. Komm her zu mir. Komm her. Das war wichtig. Der schmilzt so richtig schön. Weil wir so viel Schaden gegen Elite-Gegner haben. Ich habe das Gefühl, dass die Black Tusks da gerade auch gerade angreifen. Oh oh. Das ist noch irgendwo Gegner? Ich sehe gar keine. Ich sehe noch die hier. Autsch. Headshots sind schon wichtig. Speziell für die Gegner macht das irrsinnig viel Sinn, Headshots auszuteilen. Cool, Kontrollpunkt eingenommen. Und das ganze Schmarrn ist. Und jetzt können wir natürlich den Supply Room sofort gleich plündern. Brauchen wir nicht mehr. Hallo Renzo, brauchen wir nicht mehr warten. Und wir können unsere Sachen abgeben hier. So viel wie möglich. Zuerst Loot, Loot, Loot. Ja, ist da unten irgendwo. Ja, Spiel gefällt mir ganz gut.
Aber ich bin jetzt nicht halbwegs fertig. Also nicht wirklich fertig, aber zumindest so, dass ich nicht mehr so viel spiele wie jetzt immer. So, wir machen jetzt mal. Ich glaube, ich mache jetzt mal Pause. Und zwar bis Martin und Marco Zeit haben. Und dann machen wir später mal weiter. Ich esse zwischendurch mal was. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis nachher. Und wir sehen uns. Ah ja, Final Fantasy geht bald weiter. Also ab dieser Woche würde ich sagen.